Ja, hallo liebe Zuschauer. Heute sitze ich hier mit der Maike Schulz-Brors. Habe ich hoffentlich richtig ausgesprochen. Aber ich will auch gar nicht erstmal viel erzählen. Vielleicht, Maike, stellst du dich selber mal vor und kannst auch sofort anfangen zu erzählen, wie ist das mit LSV damals entstanden? Ja, danke Alexander für die Einladung, dass ich hier heute sein darf. Ja, also mein Name ist Maike Schulz-Brors, ich bin mittlerweile 51 Jahre alt, bin Ehefrau eines Landwirtes, wir haben zwei Kinder und in 2019 war es so, dass wir das wie jedes Jahr zur Ende der Saison das Thema bei uns in der Küche hatten, dass die Bauern sich eigentlich wehren müssten gegen das, was die Politik so mit ihnen anstellt. Und diese Gespräche führen wir schon seit Jahren und immer passiert nichts, immer wird weitergeschoben und ja, und ich weiß nicht und ach nee, dann doch nicht. Und 2019, am 1. Oktober, genau wieder dieselbe Thematik. Und da habe ich dann einfach eine Facebook-Gruppe gegründet mit dem Namen Landschaft Verbindung. Und abends waren wir dann schon bei 6.000 Mitgliedern, steigende Tendenz. Kam gar nicht mehr hinterher mit dem ganzen Freischalten von den ganzen Menschen, die mitmachen wollten. Anscheinend haben wir da voll ins Schwarze getroffen bei den Kollegen. Und nächsten Tag ging das dann los mit den ersten WhatsApp-Gruppen, dass die sich regional vernetzt haben und. Ja, und so ist Landschaft Verbindung entstanden. Vielleicht dann mal so, ich tue jetzt mal so, als wäre ich kein Landwirt, das würde ich nicht verstehen, wie das Ganze kommt. Wir haben noch den Bauernverband. Ja. Reicht das denn nicht? Schwierige Frage. Also sagen wir es mal so. Der Bauernverband hatte mal die Aufgabe, die Bauern zu vertreten. Das war sein Job. Und im Laufe der Jahre, Jahrzehnte ist das so ein bisschen hinübergefallen. Also sie haben zwar immer noch mit der Politik gesprochen, aber sie saßen eigentlich so zwischen den Stühlen, mussten es nicht nur den Bauern recht machen, sondern auch der Politik und den Verarbeitern, der Industrie. Und so haben sie eigentlich die Bauern etwas aus dem Auge verloren. Und das war eigentlich auch mit einer der Gründe, also zwar nur im Hinterkopf, weil wir selber nicht im Bauernverband sind, aber für andere war das dann zum Beispiel so die Thematik, dass Landschaftsverbindung weiter gepusht worden ist, weil sie sich erhofft haben, dass jemand anders ihre Interessen halt direkter vertritt. So ist das entstanden. Gut, und ich sag mal, und in der Landwirtschaft ist es ja so, man muss sich um so viele Dinge kümmern. Genau. Man ist ja froh, wenn einem jemand bestimmte Sachen abnimmt, verlässt sich da irgendwo drauf. Und ja, das haben wir, glaube ich, zu lange gemacht, ne? Naja, der Bauernverband hat es ja, ich will nicht sagen geschickt gemacht, aber der Bauernverband bietet halt das Rundum-Sorglos-Paket an für die Landwirte. Also nicht nur, dass er sich politisch kümmern soll, sondern mittlerweile ist es so, dass da Rechtsberatung stattfindet. Es findet die ganze Steuerberatung kann über den Bauernverband laufen. Sie kümmern sich um, wenn es um Erben geht oder um Betriebsübergaben und. Und das ist das, was die Bauern dann auch da hält, weil warum soll man das dann irgendjemand anders in die Hände geben, wenn man doch alles zentral und einfach geregelt hat? Mhm. Und von der Warte her kann man das zum Beispiel, also können wir das als Landschaftsverbindung oder auch jeder andere Verband, der sich in der Zeit gegründet hat oder schon länger dabei ist, die leisten das halt so nicht. Sie kümmern sich zwar um die politischen Geschichten, aber das Rundum-Sorglos-Paket ist halt so nicht machbar. Jedenfalls nicht auf ehrenamtlicher Basis. Gut, ich sag mal jetzt so selber, so meine Erfahrung ist, ich will den Bauernverband ja jetzt auch nicht schlecht machen, auf lokaler Ebene macht er in der Regel ja eine gute Arbeit. Ja. Also das ist ja wirklich eine Hilfe. Aber sobald wir jetzt in den Bereich der politischen Unterstützung kommen, also weiter oben, da fühlt man sich schon ziemlich alleingelassen. Ne? Ja, das ist so. Also auf regionaler oder kommunaler Ebene ist das mit den Bauernverbänden an vielen Stellen total klasse. Also da findet auch eine gute Zusammenarbeit statt. Man tauscht sich aus und weil der eine sieht halt manchmal andere Sachen, die der andere vielleicht noch nicht erblickt hat und. Also man ergänzt sich da sehr gut.
Auf den höheren Ebenen ist es halt so, dass da kommt dann immer der Spruch, der Bauernverband vertritt 90% der Bauernschaft, wo ich dann immer so denke, so, warum gibt es dann die anderen, wenn das denn so wäre? Ne, warum gibt es den BDM oder die ABL oder uns mittlerweile? Mhm. Also wenn das tatsächlich so wäre, dann bräuchten wir uns alle gar nicht. Aber der Bedarf ist da und da muss der Bauernverband sich, glaube ich, langsam mal mit abfinden, dass er nicht mehr alleine der Platzhirsch ist. Jetzt kommt ja auch noch oben drauf, Landwirtschaft ist ja nicht überall gleich. Wir haben tierhaltende Betriebe, man kann Schweinebetrieb nicht mit Milchviehhalter vergleichen, dann Kühe, Rinder, Schafe, sonst was alles, bio, konventionell, jetzt haben wir noch Direktsaat und alles. Es ist völlig unterschiedliche Vorstellungen auch der Landwirte. Genau. Und es ist ja wahnsinnig schwer, die alle unter einen Hut zu kriegen oder unter einen größten gemeinsamen Nenner. Ne? Ja, es ist so. Also deswegen hat sich ja zum Beispiel damals auch der BDM gebildet, weil die Milchbauern sich halt durch den Bauernverband nicht mehr vertreten haben und der BDM halt eine, also sozusagen diese Sparte dann damit auch abdeckt und das auch sehr gut macht seit Jahren. Oder zumindest also wirklich auch sein Bestes gibt. Das kann man nicht anders sagen. Ich schätze die Kollegen vom BDM da sehr. Und es ist so, Landschaftsverbindung war ja eigentlich dafür gedacht, auch eine Vernetzung stattfinden zu lassen. Und bei uns ist jeder willkommen gewesen und das ist heute auch noch. Also wir machen da auch keinen Unterschied. Aber deswegen können wir dann als gemeinsamen Nenner sozusagen zum Beispiel nur so Sachen machen, die auch alle betreffen. Wie zum Beispiel jetzt die Düngeverordnung oder Bürokratieabbau, Handelsabkommen, Geschichte. Also Mercosur war ja damals zum Beispiel, als wir losgegangen sind, auch so ein Thema, dass wir uns dagegen gewehrt haben. Das betrifft uns halt alle. Und so die Feinheiten innerhalb bestimmter Sparten innerhalb der Landwirtschaft, das können wir da auch nehmen und das kann auch kein anderer sich anmaßen. Ja. Das ist vielleicht gerade schon gut gesagt, Stichwort Bürokratieabbau. Ja. Damals war meine Überlegung, Mensch, wenn die Bauern auf die Straße gehen und es wird wieder gefordert, wir brauchen bessere Preise, wir brauchen dies, das, jenes, das wird dann wieder zersägt von der anderen Seite. Wenn wir als Landwirte zum Beispiel jetzt gesagt hätten, Bürokratieabbau und nichts anderes, wirklich nur, wir brauchen weniger Bürokratie, wir brauchen weniger Restriktionen, wir müssen, weil die ganzen Gesetze, sie widersprechen sich ja teilweise schon. Ja, also man ist ja langsam generell, glaube ich, als Unternehmer an einem Punkt, dass man sich eigentlich immer mit einem Bein im Gefängnis befindet, ohne es zu wissen, ohne was Böses zu wollen, weil einfach die Gesetze, es geht ja nicht mehr. Ne? Ich habe mir damals schon gedacht, wäre das ja nicht was gewesen, die Landwirte machen wirklich das und sagen, Bürokratieabbau und die Handwerker und andere Branchen, die wären sofort alle mit dabei gewesen und alle hätten mal gejubelt und gesagt, ach, super, die Landwirte, was die da machen, das unterstützen wir. Das ist eine gute Idee. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass das, dass der Zug da noch nicht abgefahren ist. Wir kommen ja jetzt gerade so in die Situation, dass uns ja so ein bisschen unser System unterm Hintern zusammenbricht. Und ich glaube, langsam kommen wir jetzt auch an den Punkt, dass man diese Wege gehen muss. Am Anfang ist es so gewesen von Landschaftsverbindungen, dass man oft, wenn man nur den Gedanken gehabt hat, sich mit irgendwelchen anderen Menschen zusammenzuschließen, also wir haben auch schon die Ideen gehabt von wegen mit Metzgern und Bäckern und also wie gesagt, es trifft ja alle. Ne? Und dass dann schnell gesagt worden, nee, das sind nicht unsere Themen und wir müssen uns da so voll und verabschieden. Aber ich denke, wir kommen jetzt in die Situation oder beziehungsweise die Situation ist da, wir kommen mit dem, was wir tun, nicht weiter. Jedenfalls nicht auf diese Art und Weise. Und da und wir sind auch einfach zu wenige, auch wenn das immer ein Wahnsinnsspektakel ist, wenn die Trecker unterwegs sind. Also wie gesagt, ob das Bonn war, wo ich ja nun mit auf der Bühne gestanden habe, oder auch Berlin, wenn man das gesehen hat vom Brandenburger Tor. Es ist Wahnsinn. Aber es ist halt nur kurzfristig und Politik weiß auch, die sind dann wieder weg. Und wir sitzen das einfach aus. Und wir müssen jetzt sozusagen den Schulterschluss tatsächlich genau über so eine Thematik wie Bürokratieabbau mit allen anderen Branchen hinkriegen, damit wir auch alle überleben. Ja, aber das war ja damals schon, wie gesagt, die ersten zwei Fahrten, das war ja
gut, erstmal aufmerksam machen. Ja. Und dann hört man im Radio plötzlich den Bericht, ja, die Landwirte demonstrieren gegen dies und das, indem es unter anderem darum geht, dass die Landwirte weniger Gülle auf die Felder kippen sollen. Und durch diese Wortwahl, durch dieses Kippen, dieses also Entsorgen, was ja überhaupt nicht stimmt, somit haben die Medien ja mit einem Satz den kompletten Aufwand in eins, ja, nicht ganz zerstört, aber fast, ne? Ja, das Framing, was halt genutzt wird in dieser ganzen Situation, ist halt gegen uns gerichtet. Mhm. Aber die Frage muss ja lauten, warum? Mhm. Also man kann auf der einen Seite nicht sagen, ich möchte gerne Klimaschutz haben und ich möchte Umweltschutz und ich möchte kein Artensterben haben. Aber auf der anderen Seite zerstöre ich sozusagen politisch motiviert und medial begleitet das, was ich vor der Haustür habe. Mhm. Und nicht nur das, sondern sorge auch dafür, dass in anderen Ländern, speziell Brasilien, Regenwald, dort immer mehr Fläche den Brandrodungen zum Opfer fällt, weil das sehe ich ja nicht. Das interessiert mich nicht. Frau Klöckner hat das letztes Jahr im März wunderbar gesagt vor ihrem eigenen Ministerium, was interessiert mich die Biodiversität und der Umweltschutz anderer Länder. Und das kann es nicht sein. Also ne, Deutschland ist nicht allein auf dieser Welt. Und wir haben eine Verantwortung und der werden wir nur gerecht, wenn wir das hier auch leben. Mhm. Und zwar so, wie es sein müsste. Und man darf eines nicht vergessen, wir haben ja gar keine Natur mehr. Das stimmt nicht ganz, wir haben noch 2% Natur. Wir leben in einer Kulturlandschaft, geschaffen durch uns alle, gepflegt durch Landwirte. Mhm. Und die muss erhalten bleiben, sonst haben wir nichts mehr. Genau, erhalten und gepflegt bleiben, sehr schön gesagt. Das ist ja eigentlich auch das Gleiche, was ich immer wieder sage. Was bringt das, wenn wir jetzt hier in Deutschland, wo wir hohe Erträge haben, sagen wir jetzt einen Hektar aus der Produktion rausnehmen, dann müssen wir irgendwo anders, müssen wir wahrscheinlich wieder 2 Hektar in die Produktion nehmen, mit einem ziemlichen Aufwand. Oder wir fangen hier an, dass wir sagen, wir werden gezwungen, so und so viel Prozent Bio müssen wir haben. Das produziert ja auch viel weniger. Also ein hochproduktives System ist ja immer gleichzeitig Umweltschutz. Natürlich. Also so sehe ich das. Ja, das ist auch so. Ne? Ich meine, klar, es gibt immer hier und da ein paar schwarze Schafe. Das ist in jedem Bereich so. Aber die werden nach vorne gestellt. Das ist das Problem. Und das ist das, was du immer hörst. Wenn jetzt gesagt wird, die fahren wieder Gülle auf die Felder. Letztens hat mich eine Freundin auch angeschrieben und gesagt, guck mal, ne, jetzt hier mein Nachbar, der fährt hier jetzt Gülle auf die Felder und das sieht ganz schlimm aus. Ich sage, die Frage ist ja, was ist da an Nährstoffen drin? Wie viel ist das tatsächlich? Das mag vielleicht im ersten Moment ganz schlimm aussehen. Ich sage, aber es muss auch innerhalb kürzester Zeit eingearbeitet werden. Ich sage, in einer Stunde siehst du da nichts mehr von. Und sie so, ja, da bin ich ja beruhigt. Also den Menschen fehlt ganz, ganz viel Hintergrundwissen zu dem, was wir tun. Also wir haben den Anschluss sozusagen verpasst. Früher war das normal, dass die Menschen mit Landwirtschaft was anfangen konnten. Da hatten noch ganz viele Familien draußen auf den Dörfern und. Da gab es noch ein vernünftiges Dorfleben. Heute ist es so, der Teil, der in der Stadt lebt, ist völlig entfremdet. Genau. Und die anderen, die in den Dörfern leben, sind meistens nur Pendler und haben sich auch eigentlich davon schon verabschiedet. Und wir Landwirte haben den Fehler begangen, dass wir uns selber nicht drum gekümmert haben. Das mag aber, ne, das ist aber auch mit unserem Arbeitsaufkommen irgendwo verbunden, dass wir die Menschen nicht mitnehmen konnten. Das ist so. Und das versuchen wir jetzt durch Landschaftsverbindungen irgendwo wieder aufzufangen. Ja gut, die Frage ist, ist es unsere Aufgabe als Landwirt, dass wir die Verbraucher mitnehmen müssen? Oder sind wir jetzt nur leider an diesem Punkt gekommen, weil NGOs wunderbar davon leben, dass sie irgendwo Panik verursachen, dass sie Ängste verursachen. Damit können sie ja immer wieder Spenden einnehmen und das führt dann wieder zu irgendwelchen Verboten in der Landwirtschaft. Und wenn sie es durchhaben, dann brauchen sie wieder die nächste Kuh, die sie melken können. Dann kommen die nächsten Verbote. Die hören ja nicht auf. Das geht ja immer weiter mit den Spenden. Ja. Und vielleicht gerade, weil du das Thema Gülle noch kurz hattest, wollte ich noch eben einwerfen. Erstmal, das meiste ist ja Wasser, von der Menge her, also gerade für den Verbraucher. Es gibt aus England eine Studie vom Wadham State. Die Gülle spielt beim Nitrat im Grundwasser eine viel, viel geringere Rolle als alle Mineraldünger. Also das ist ja klar, da ist ein Kohlenstoff mit drin, es bleibt gebunden.
es wird nicht so schnell zu Nitrat und es wäscht nicht so schnell aus. Mhm. Da ist Mineraldünger total anders. Aber nochmal eben wieder zurück zu dem NGO-Thema. Ja. Also ich bin jetzt mittlerweile so weit, ich habe das auch an mehreren Stellen jetzt in den letzten Wochen auch immer wieder fallen lassen, weil ich mich über eine Rede eines Politikers im Bundestag, Gero Hocker mag mir das jetzt verzeihen, sehr geärgert habe. Da war nämlich die Aussage von wegen, ja, an die Landwirte werden ja immer mehr Anforderungen gestellt. Und ich frage mich seitdem, welche Anforderungen stellen wir Landwirte denn an die Gesellschaft? Und für mich ist es so, die einzige Anforderung, die die Gesellschaft an uns stellen darf oder einzigen, ist, dass wir sie mit Lebensmitteln versorgen, und zwar mit hochwertigen Lebensmitteln, und dass wir die Kulturlandschaft pflegen. Und damit haben wir unser Soll an, was wir leisten müssen, eigentlich erfüllt. Und damit machen wir eine ganze Menge. Eigentlich ist es so. Vor allem, wenn man es mal vergleicht. Also ich war ja in den letzten Jahren, ich bin ja in 20 Ländern gewesen. Mhm. Also ich sag mal, im ackerbaulichen Bereich sehe ich in anderen Ländern häufig Dinge, die laufen besser als in Deutschland. Mhm. Ich sehe auch manchmal Dinge, die laufen viel schlechter, wo man sich denkt, wie können die da eine Gülle-Lagune einfach so machen? Das geht doch nicht. Und wir müssen doch, hier geht. Alles und abdecken. Das, ne? Das ist ein Wahnsinn. Ne? Und ich sag mal, in einer Tierhaltung, gut, jetzt muss man dabei sagen, ich habe mir zu 90% wirklich nur Top-Betriebe angeguckt. Mhm. Die schlechten Sachen habe ich kaum gesehen. Ne? Aber auch gerade in der Tierhaltung, die Haltung, die wir hier haben, die Voraussetzungen, die Gesetze, alles, das ist ja mit den meisten anderen Ländern gar nicht vergleichbar. Ja, also wenn dann, sag ich mal, jetzt gerade Osteuropa, die Anforderungen sind da nicht. Ne? Nein, du hast sie nicht. Aber hier ist es ja so, wenn du an diese Anforderungen, wenn man die mal reell hinterfragt, ob sie sinnvoll sind oder nicht, dann muss man doch ganz ehrlich sagen, das sind Anforderungen, die gestellt werden von Menschen, die in ihrem Leben höchstwahrscheinlich noch nie in so einem Stall drin gestanden haben, die eigentlich auch keine Ahnung davon haben. Und irgendwie, also ich finde das Beispiel jetzt zum Beispiel immer sehr klasse, wenn jetzt dieses Thema immer kommt mit Außenklima. Ich frage mich, wie man in ASP-Gebieten bei Schweinen dieses machen möchte. Also es ist mir ein Rätsel, wirklich. Ich meine, ich würde das den Schweinen wirklich gönnen, aber dann muss auf der anderen Seite auch eine vernünftige ASP-Bekämpfung stattfinden. Und so greift halt ein Dings ins andere rein, und mir fehlt halt der Bezug zur Praxis, den hat die Politik vollkommen verloren. Und wir haben es ja jetzt zur Bundestagswahl, ist es ja auch so, da sind ja viele Kollegen, die noch landwirtschaftlichen Hintergrund haben, aus dem Parlament rausgeflogen, sind nicht wieder gewählt worden. Und jetzt müssen wir halt zusehen, wie wir mit denen klarkommen, die wir da jetzt haben. Das ist natürlich, wir haben totales Unwissen in der Politik, gerade zu allen praktischen Themen. Dann, wie gesagt, die NGOs haben wir ja gerade schon gesagt. Dann haben wir alle 4 Jahre, vielleicht auch manchmal alle 8 Jahre, komplett neue Agenda, die durchgezogen werden soll. Mhm. Aber so ein Stall, den ich baue, den will ich am liebsten auf 20, 30 Jahre abschreiben. Natürlich. Ne? Der kostet ja viel zu viel Geld. Genau. Und selbst aus Umweltgesichtspunkten muss man ja auch sagen, der ganze ökologische Rucksack dahinter immer wieder neu bauen, ist ja totaler Quatsch, was die da veranstalten. Ja, natürlich. Und wir haben ja in Deutschland ein Monitoring-System von Stallarten. Ich weiß, das hat ein Landwirt mich mal vor 2 Jahren mal angerufen und mir das alles erklärt, was er da macht. Die hatte, glaube ich, 2 oder 3 unterschiedliche Stallsysteme bei sich auf dem Betrieb. Und das, was von der Politik gefordert wird, das war das System, was am schlechtesten funktioniert hat, wo die meisten Tiere gestorben sind, was ich dann denke, das gibt's doch nicht. Was haben die für Vorstellungen hier? Und dann wollen das alle umbauen auf diesen Mist und hüvert und in ein paar Jahren wieder was anderes. Ja, weil sie dann feststellen, ne, aus Erfahrung wird man klug, nur nicht reich. Oder wie war das? Nein, aber es ist tatsächlich so. Ich habe einen Bekannten, der hat mir irgendwann, mit dem bin ich irgendwann ins Gespräch gekommen, da ging es auch um Ställe, und der erzählte, der war viel in den USA unterwegs, und der sagte, in den USA ist das so, da laufen die Sauen mit den Ferkeln zusammen. Das ist aber eine geschlossene Gruppe, die kennen sich alle, die müssen sich auch erst kennenlernen und. Und die werden dann auch nur dann auch innerhalb dieser Gruppe zusammengelassen. Also gehen tut das wohl alles. Die sind auch wohl auf Stroh, und es ist alles ganz einfach gehalten. Eine schöne Geschichte. Und wenn ich sehe, wie unsere hier, also wie gesagt, da muss man vielleicht auch mal
bei manchen Sachen über den Teich gucken, ob man das nicht einfacher gestalten kann und dasselbe Ziel damit erreichen kann. Wie gesagt, aber in der Schweinehaltung kenne ich mich eigentlich auch nicht so aus, muss ich sagen. Ist auch nicht mein Bereich. Nee, und wie gesagt, aber ich sehe halt jetzt die Kollegen, die in der Schweinehaltung tätig sind, dass denen jetzt echt der Arsch auf Grundeis geht. Und also in deren Haut möchte ich nicht stecken. Und da muss unheimlich, da müssen Lösungen gefunden werden. Und für mich kann die Lösung im Endeffekt auch nur sein, was wir vorhin schon hatten, es muss unbedingt Bürokratie abgebaut werden, weil das ist ein Kostenfaktor, der nicht zu unterschätzen ist. Und wir müssen auch zusehen, dass wir die Anforderungen an solche Stallbauten, wo andere Menschen denken, sie wüssten, wie sich so ein Schwein wohlzufühlen hätte, vielleicht mal wieder auf den Boden der Tatsachen aufklatschen lassen, dass man ihnen zeigt, was braucht denn so ein Schwein tatsächlich. Ja, vor allem, wenn die Bürokratie weniger ist, haben wir ja auch wieder mehr Möglichkeiten für Innovationen. Genau. Wir haben ja häufig gar nicht die Möglichkeit, dass wir einen Stall so bauen können, wie wir es gerne machen würden oder wie es auch, sag ich mal, die manche top-moderne Betriebe in USA, Kanada und so weiter machen. Können wir ja hier häufig gar nicht. Nee, eben. Das ist ja ein Riesenproblem. Ja. Vielleicht noch mal kurz ein ganz anderes Thema. Es wird ja häufig immer so diskutiert, ja, der Großbetrieb ist schlecht oder der kleine Betrieb ist schlecht oder sonst was. Was ich bei mir in der Region häufig sehe, ist, dass die unabhängig von der Größe, die Betriebe, die von den Landwirten selber geführt werden, dass die eigentlich sehr gut aufpassen. Die passen auf die Tiere auf, die passen auf die Böden gut auf die ganze Region, dass das alles funktioniert. Und zumindest also in den neuen Bundesländern haben wir mittlerweile massives Problem, muss man schon sagen, mit außerlandwirtschaftlichen Investoren. Und das ist uns selber vor ein paar Jahren passiert, wir haben es versucht mit dem Reichssiedlungsgesetz die Flächen zu behalten. Ja. Das ist aber auch ein Schwert, das ist stumpf. Es hat ein über 80-jähriger Anwalt hat es hinbekommen, dass das Amt anerkannt hat, dass er Landwirtschaft jetzt anfangen möchte. Und somit hatte er dann diesen Titel als Landwirt und konnte Flächen erwerben. Und da laufen Sachen ab oder dass Großinvestoren gesamte Genossenschaften kaufen. Da greift dieses Reichssiedlungsgesetz nicht. Und die machen rundherum Probleme und das sind auch häufig nachher die stellen irgendwie einen Manager ein, der kriegt irgendwelche Vorgaben, wo er keine Ahnung hat, wie er das zu erfüllen hat. Das sind wahrscheinlich die schwarzen Schafe der Zukunft da. Und die Politik, die weiß das, glaube ich, seit fast 20 Jahren. Es passiert nichts. Ne? Das ist aber mal wieder so ein anderes Thema. Ne? Ich glaube nicht, dass das ein anderes Thema ist. Ich glaube, das ist der Weg. Das ist der Weg, wie gesagt, wenn wir Landwirte haben das Problem, wir werden mit Auflagen zugeschüttet, die dann ja, wenn die sozusagen aus dem landwirtschaftlichen Betrieb rausgehen sozusagen und Konzerne das machen wie Lidl oder sowas, ich weiß nicht, ob die sich unbedingt an diese Auflagen immer halten müssen. Mein Mann sagt ja. Ich behaupte mal schlichtweg, wenn das ein Konzern, theoretisch müssten sie es. Ob sie es praktisch machen, sich dann halten. Das praktisch, genau. Oder ob es dann so groß ist, dass es nochmal anders drumherum kommen. Ja, und die Sache ist ja die, jemand, der mit seinem Betrieb gewachsen ist als Landwirt, also der sozusagen den Betrieb vielleicht von den Eltern übernommen hat oder den vom Nachbarn mit übernommen hat, die sich kennen, wo ja gewachsene Strukturen sind, das ist ein anderer Umgang mit der Materie, mit der wir arbeiten, als wie wenn jemand das von außen macht und keinen Bezug dazu hat. Ja, da und dann gehst du halt Verbindung da an. Genau, wieder, die Verbindung zum Land. Genau. Ja. Und man hat ja immer mehr das Gefühl, dass diese Verbindung gar nicht mehr gewollt ist. Also es kommt ja immer mehr, wenn du dann so unsere neue unseren Landwirtschaftsminister hörst oder unsere Umweltministerin oder gänzlich das Thema der Grünen wegen Vergemeinschaftung, dann können wir, ja, wenn wir das so laufen lassen, können wir uns warm anziehen. Dann ist das bald schlecht. Ja, definitiv, ne? Das ist so.
weil die lesen ja alle auch nicht mehr das Grundgesetz. Da steht nämlich drin, Eigentum, ne, man hat Eigentum, ne, dafür ist man verantwortlich, und die lesen immer nur den zweiten Satz, dass Eigentum verpflichtet. Und was sagt ein Jurist zu mir irgendwann mal? Die Menschen lesen immer nur das, was sie lesen wollen. Mhm. Und das, was aber eigentlich wichtig ist, ne, wird überflogen. Genau. Oder wird gar nicht wahrgenommen oder wird anders ausgelegt. Und also von daher ist es schwierig. Definitiv. Und ich sag mal, mit der ganzen Bürokratie sehen wir es ja auch. Ich sage jetzt mal, so ein Großbetrieb mit 5000 Hektar, der kann sich eine Person einstellen, die sich nur um die ganze Bürokratie kümmert. Mhm. Und der, sag ich mal, eher so typische Familienbetrieb, der fällt hinten rüber. Also kurzum, mit der ganzen Bürokratie erreichen die Politiker das genaue Gegenteil von dem, was sie ja offiziell immer sagen, was sie wollen. Ja. Ne? Also ich sehe das bei uns zu Hause. Also wir waren vor 10 Jahren oder sowas. Wir haben 160 Hektar unterm Flug an 2 Standorten. Unterm Flug. In Bewirtschaftung. In Bewirtschaftung. Da ist es so, dass wir da noch zu den Größten gehörten. Jetzt, nach 10 Jahren weiter, ist es so, dass man jetzt mittlerweile schon so zu den, ja, mittlere Größe schon wieder, ne? Und der Bürokratieaufwand, den man aber betreiben oder den mein Mann betreiben muss, der ist exorbitant gestiegen. Als ich den kennengelernt habe, war der meistens nur draußen. Da haben wir abends vielleicht mal so eine Stunde oder zwei im Büro gesessen. Und jetzt ist der halbe Tage teilweise im Büro. Und das finde ich schon erschreckend. Also ja, und vor allem, die wollen den Umweltschutz. Die wollen ja mit den ganzen Auflagen die Umwelt schützen. Wie soll man die Umwelt schützen, wenn der Einzige, der weiß, wie es geht, im Büro sitzt? Gute Frage. Und wahrscheinlich der Lehrling, der es nicht so gut weiß, der ist, der draußen die Arbeit macht. Wenn man denn überhaupt einen hat. Wenn man einen hat, wenn man es hinkriegt. Bei 160 Hektar hast du keinen. Ja, ne, aber das ist, das sieht man ja immer mehr. Der Landwirt selber ist nur noch mit Bürokratie beschäftigt. Und die Leute, die es dann draußen auf dem Feld oder sonst was machen, sind immer weniger und immer schlechter dann ausgebildet. Genau. Ne? Und das ist eine total falsche Entwicklung. Ja, aber wie ändern? Das ist die Sache. Na, und wie gesagt, die Idee mit dem Bürokratieabbau sehe ich auch. Was ich aber sehe, ist, da werden wir nicht damit weiterkommen, wenn wir nur, also letztes Jahr war ja diese Mahnwache in Berlin, die 80 Tage da vor Ort gewesen ist. Die haben auch im Insekten, da ging es ja ums Insektenschutzpaket, auch das eine oder andere tatsächlich noch hingekriegt, dass da was geändert worden ist. Also da muss ich den Kollegen auch noch mal ein ganz großes Dankeschön aussprechen, dass sie das so lange da ausgehalten haben, weil es war ja teilweise echt kalt. Und da sind auch ganz, ganz viele Gespräche gelaufen, von denen man so von außen überhaupt nichts mitbekommen hat. Und von der Warte her, Hut ab. Aber ich denke, wir sind mittlerweile an so einem Punkt angekommen, wo die Politik solche Sachen, wenn man das nur einmal macht oder nur einen Tag, das sitzen die aus, das interessiert sie nicht mehr. Also man hat heute immer mehr das Gefühl, dass Demonstration, was ja sonst immer ein Mittel der Wahl war, um Sachen zu erreichen, nicht mehr funktioniert. Und da ist es so, dass man sich schon Gedanken darüber machen muss, wenn man sich, ne, vernetzen, ja, jetzt auf alle Fälle, gerade mit den anderen Branchen, das ist ganz, ganz wichtig. Aber es ist halt auch so, dass wir uns echt überlegen müssen, was tun wir dann? Ich habe so Vorstellungen von, ist jetzt ganz böse, ich weiß ja auch nicht, wer das Video nachher sieht, aber wir sind alle Steuerzahler. Was passiert denn, wenn wir einfach mal dem Finanzamt das SEPA-Lastschriftverfahren einfach aufkündigen, das Geld, was steuerlich tatsächlich gezahlt werden muss, irgendwo auf ein Sonderkonto packen, wo wir genau sagen, ne, es ist da, ne, aber ihr kriegt es einfach im Moment nicht, weil ihr euren Job nicht mehr macht. Die Idee hatten ja schon einige. Ich werde da jetzt mal nichts weiter zu sagen, weil sonst, das wird mir nachher noch falsch ausgelegt. Ja, gut, dass ich es gesagt habe, ne? Nein, aber wie gesagt, und man muss sich halt wir müssen uns andere Wege überlegen, wie wir da uns Gehör verschaffen. Und vielleicht haben andere ja auch noch gute Ideen. Ich sag mal, das ist ja auch generell in den Ämtern, die Leute, die denken ja heute auch gar nicht mehr dran, wer eigentlich ihren Lohn bezahlt. Genau. Das ist ja das Volk, das ist ja nicht der
die Regierung, die das bezahlt, weil die erwirtschaftet ja kein Geld. Die verwaltet es nur und nimmt sich, wenn was fehlt. Oder ganz stark vereinfacht, ganz stark vereinfacht. Ja. Ich hatte vor ein paar Tagen noch ein Gespräch mit einem MdB, also mit jemandem, der im Bundestag ist. Und der sagte mir, in den 4,5 Jahren, die er da sitzt, sind immer nur neue Gesetze dazugekommen. Es ist nie ein altes verschwunden. Genau. Und er sagte auch, mit den Anträgen, die er auf den Weg bringen und alles, ich werde jetzt keine Zahlen nennen, weil da könnte man theoretisch auf die Person schließen. Mhm. Es war verdammt wenig, was sie nur können. Also selbst da scheitert es ja auch schon an der internen Bürokratie. Und je mehr Leute da sitzen, desto schwieriger wird das ja auch alles. Also wir sind ja, also wir sind doch langsam an so einem Punkt angekommen, wo das eigentlich nur noch Quatsch geben kann. Oder also ich weiß nicht, wie lange das noch dauert. Es ist die Frage, wie lange dauert es noch, dass es nicht mehr funktioniert? Das System funktioniert ja jetzt schon nicht mehr. Genau. Weil, es war ein doofes Thema jetzt, aber als Beispiel zum Beispiel, Herr Lauterbach hat gestern im Zuge dessen oder unter dem Radar, unter dieser ganzen Ukraine-Geschichte, es tatsächlich fertiggebracht, noch eine neue Verordnung durchzuschieben, die im Herbst gestartet werden soll, wo dann man nur noch als geimpft gilt, wenn man 3 Impfungen hat. Mhm. Ganz ehrlich, und sowas geht unterm Radar durch. Und das sind auch so Sachen, wo man dann so sagt, was geht denn noch alles unterm Radar durch? Was du vorhin schon sagtest, ne? Man denkt ja immer als Landwirt, und Christian Lohmeier hat das, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr irgendwann auch schon mal gesagt, ne? Man hat den Beifahrersitz auf dem Trecker eigentlich für den Rechtsanwalt, den man die ganze Zeit dabei haben muss, damit man nicht ins Fettnäpfchen tritt. Genau. Und ganz ehrlich, das kann doch nicht Sinn und Zweck der Übung sein. Und das hat mit mir, für mich auch nichts mit Demokratie mehr zu tun, sondern das ist, man wird gepampert, man wird reglementiert, man kriegt alles zugeteilt. Und das hat für mich nichts mehr mit dem zu tun, was wir bis vor, ich kann es gar nicht mehr festmachen. Also ich habe das selber noch erlebt und ich sage immer zu meinen Kindern, schade, dass ihr das alles nicht mehr erleben werdet. Also meine Tochter sagt dann immer, selbst vor 5 Jahren noch viel einfacher. Ja, natürlich. Und vor 20 ja noch ganz anders. Ja, ne? Und ich glaube nicht, dass wir, wenn man das sieht, wie alt werden wir Menschen, wie gesund sind wir Menschen, das kann ja nicht darauf zurückzuführen sein, dass wir schlechte Lebensmittel haben oder schlecht versorgt sind oder sowas. Also wenn wir schlecht versorgt werden, würden wir auch nicht so alt werden. Ja, und ich sag mal, früher sind ja viel, viel mehr Leute weltweit an Hunger und Kraut- und Knollenfäule in Irland. Die Bevölkerung hat sich da von der Bevölkerungsanzahl bis heute noch nicht wieder von erholt. Ne? Das ist ja schon massiv. Aber wie gesagt, also ich kann mir eigentlich nur noch vorstellen, dass das kann irgendwann nur noch vor die Wand laufen und dann muss einmal ein neues System, die ganzen alten Gesetze müssen eigentlich weg. Oder wie der Herr Markus Krall sagt, wir müssen wieder dahin, wo wir in den 70ern mal waren und darauf dann nochmal wieder neu aufbauen. Mhm. Weil es ist ja nichts mehr von dem, was da ist. Es ist ja nicht mehr zielführend, in keine Richtung. Nicht für den Landwirt, nicht für den Unternehmer, nicht für das Volk, nicht für den Bürger, nicht für die Umwelt. Gar nichts. Nein, es wird ja alles kaputt gemacht im Endeffekt. Ja. Ob das Industrie ist, die abgewandert ist. Ne? Gut, wir haben jetzt einen ganz sauberen Rhein. Das ist total klasse, da freut man sich drüber. Aber was ist dafür, ich will das auch gar nicht in Frage stellen, das ist eine gute Sache und vielleicht hätte man da auch andere Wege gefunden. Aber was ist damals an Industrie abgewandert, die unseren Wohlstand gesichert hat? Und was macht die heute in Indien? Ja, was geht da ins Wasser und damit auch China. Ins Meer? Und, China, wie war das? Ne? Irgendjemand, wo habe ich das gelesen? In China war es so, da kann man im Wasser sogar Filme entwickeln. Und damit wird dann noch gedüngt oder gewässert. Ja, ne? ich habe nur so einen Bericht über Indien gesehen mit der Medikamentenproduktion da. Das war auch nicht ohne. Ja. Also wir können alle Gesetze, die Landwirtschaft betrifft, können wir komplett streichen. Mhm. Wenn wir einfach sagen, es gibt auf alles, was nicht gewollt ist, hoher Spritverbrauch, Düngerverbrauch und so weiter, Pflanzenschutzmittel, ein Malus draufpacken, der kommt in einen Topf, aber das geht wieder zurück an die Landwirte über den Hektar. Mhm. Wird sich automatisch anpassen, muss keiner nachregulieren. Großartig. Ja. Weil jedes Mal, wenn eine neue Innovation kommt, dann passt sich die Mitte wieder an, wird der Topf wieder kleiner und immer die, die besser sind, profitieren von dem ganzen System, die schlechter sind nicht.
Ja. Es gilt leider nicht ganz ohne Bürokratie, aber wenn man das so hinkriegen würde, dass das beim Großhandel oder beim Produzenten erfasst wird. Also ich bin ja der Meinung, dass unsere Subventionen, Direktzahlungen im Endeffekt bei uns völlig falsch angesiedelt sind. Normalerweise müssen die an den Handel gekoppelt werden, an den Lebensmitteleinzelhandel. Dass wir sozusagen unsere Produkte tatsächlich so bezahlt werden, wie wir sie produzieren, plus Gewinnerwartung, plus Risikoaufschlag. Und wenn das dann weitergeht, dann muss der, ne, und ich sehe uns da nicht als Produzent, sondern ich sehe uns da als Unternehmer. Und als Unternehmer muss ich genau diese Sachen mit berücksichtigen. Und es interessiert mich eigentlich als Unternehmer nicht, ob die Verarbeitung dann damit klarkommt oder der Handel. Das müssen die unter sich ausmachen. Und dann ist es so, wenn die Politik gerne möchte, dass die Menschen günstige Lebensmittel haben, dann können sie diese Gelder auch dem Lebensmitteleinzelhandel zur Verfügung stellen, der ja dann einen deutlich höheren Preis bezahlen muss an die Verarbeitung, beziehungsweise die Verarbeitung dann an uns. Dann sind wir raus aus dieser Geschichte, dass wir für etwas immer wieder zur Rechenschaft gezogen werden, was ja die Politik damals der Bevölkerung versprochen hat, dass sie immer günstige Nahrungsmittel haben. Aber davon können wir alle nicht leben, sondern wir müssen anfangen, wieder auch mal unternehmerisch zu denken. Und wenn das auf den Einzelhandel geht, haben wir ja wieder das Problem, was ist mit den ganzen Importen und Exporten. Das wird es ja auch wieder sehr schwierig. Außenschutz. Ne? Könnte kompliziert werden. Weil, also wenn es jetzt meine persönliche Meinung und auch von vielen befreundeten Landwirten ist mittlerweile, die Subventionen müssen eigentlich komplett weg. Das hört sich für einen Landwirt im ersten Moment schlimm an, aber das ist so, im Endeffekt, ich finanziere 1,5 Jahre meine Pacht zwischen, weil ich gebe die Pacht erst aus, kriege es 1,5 Jahre später wieder, weil es ist ein durchlaufender Posten. In dem Moment, wenn es den Landwirten besser geht, wenn die Landwirte in Deutschland morgen, so wie die Franzosen, mit Heizöl fahren dürfen, dann steigen übermorgen die Pachtpreise, weil dann wieder der Kampf ums Land losgeht. Ja. Das ist ja dieses Dilemma, was wir in der Landwirtschaft haben, dass wir immer um diesen knappen Produktionsfaktor kämpfen und unseren eigenen Lohn zu niedrig ansetzen und bis zum Erbrechen mitbieten und auch noch manche andere da mitspielen. Natürlich, ne? Natürlich. Und was ich zum Beispiel in, wie gesagt, ich war in vielen Ländern, auch Australien, Neuseeland, ich habe es in Australien bei einem Landwirt gesehen, der war in einer Region, die war ertraglich mit meiner ungefähr vergleichbar, der hat sich mal eben 1000 Hektar arrondiert gekauft, weil wenn die Subventionen 250 Euro weniger sind, dann ist auch die Pacht 250 Euro weniger. Und damit ist der Kaufpreis bei dem derzeitigen Zinsniveau, was wir haben, fast 25.000 Euro pro Hektar niedriger. Mhm. Und somit kann der Landwirt das Land wieder bezahlen aus seiner Arbeit heraus. Weil die derzeitigen Landpreise, die ergeben sich ja rein aus dem Zins, dass sie so hoch sind. Aber es wird nicht mehr an die Tilgung gedacht. Mhm. Der Landwirt muss die Tilgung erwirtschaften. Der Industrielle, der denkt einfach, okay, das ist jetzt wie ein Bitcoin, da lege ich jetzt mein Geld an oder wie Gold oder sonst was. Nur das Ackerland in Deutschland kostet ja das 3- bis 4-fache im Vergleich zu anderen westeuropäischen Ländern, die ja die gleichen Subventionen kriegen. Da fragt man sich, woran liegt das? Das ist das Problem, die wissen nicht mehr, wohin mit dem Geld. Und wir kriegen da eine wahnsinnige Immobilienblase. Mhm. Aber wenn wir das Ganze wieder umdrehen, erstmal verlieren die, oder man könnte zumindest hoffen, dass sie die Lust verlieren. Nicht, dass sie nachher noch auf andere Gedanken kommen und sagen, oh, jetzt erst recht, jetzt kaufen wir noch ganz viel. Das wäre vielleicht ein Schuss in die falsche Richtung. Aber wenn der Landwirt das Land selber besitzt, der geht ja ganz anders damit um, wie mit einem Pachtland. Natürlich. Weil bei einem Pachtland, das kenne ich gerade bei uns rundherum aus der Region, da wird immer wieder geschaut, oh, der Pachtvertrag, der geht in 2 Jahren, läuft der aus. Da bringe ich doch jetzt keinen organischen Dünger mehr aus. Weil ein organischer Dünger ist bei uns Mangelware. Das ist was Gutes, wenn wir endlich mal wieder Lehm und Kohlenstoff im Boden kriegen. Da kann ich doch jetzt nicht noch den Phosphor oder Kali aufdüngen. Nee, den Boden, den fahre ich jetzt erstmal wieder runter. Oder da wird jetzt nochmal richtig viel im Boden rumgewühlt und nochmal alles mineralisiert und rausgeholt, was geht. Ja. Weil mein Nachbar, mein Konkurrent, der soll ja nicht den guten Boden danach übernehmen. Ja. Das ist auch ein Riesen. Ja, aber da kann ich immer nur, da, wie gesagt, und da auch da passt der Spruch von Ralf Paulsen zu. Ne? Die Bauern können wunderbar
demonstrieren gemeinsam und Partys feiern, aber was sie nicht können, ist miteinander Geld verdienen. Mhm. Und solange man sich, und solange, ja, und solange man ne, sich untereinander in dieses Konkurrenzverhalten begibt, mhm. und da müssen wir, glaube ich, rauskommen, dass man sagt, jeder hat seinen Bereich, mit dem er. Klar wird es sich immer ergeben, dass man mal was dazu kriegt, weil einer sagt, Mensch, ich höre auf. Wir haben das im Nachbarort, haben 2 oder 3 Betriebe jetzt aufgegeben. Die haben das untereinander im Dorf aufgeteilt. Mhm. Aber die kennen sich ja auch alle. Mhm. Da ist das innerhalb einer Gemeinschaft sozusagen. Und die arbeiten auch alle zusammen. Das ist eigentlich total klasse. Funktioniert bei uns mit den Nachbarn rundherum eigentlich auch? Außer wenn dann plötzlich so ein neuer Investor dazwischen springt. Ja. Ne? Am besten noch, der irgendwo noch Bauland oder wegen Windkraftanlagen oder sonst was quasi im Westen viel Geld, viel Fläche verloren hat, Geld hat und der haut dann überall dazwischen. Ne? Ja, da gibt es in jeder Region einen Quertreiber, das ist ja schlimm. Ne? Und da muss man doch ganz ehrlich sagen, da musste man doch von der Politik her auch sagen, dass es gibt ja immer dieser Grundsatz, ne, Bauernland gehört in Bauernhand. Genau. Und das muss eigentlich, glaube ich, wieder auf den Tisch geholt werden und gesagt werden, so, es gibt keine Investoren, die Land kaufen können. Sondern es bleibt innerhalb der landwirtschaftlichen Blase. Genau. Und dann werden die Preise auch wieder tragbar. Genau. Und dann, wie gesagt, dann kann man vielleicht kommen die Kollegen dann auch endlich mal dann darauf, dass man sagt, man kann miteinander arbeiten. Weil was haben wir da für eine, ich mag das Wort nicht nutzen, aber was haben wir dann für eine Macht, wenn wir innerhalb unserer Branche sagen, wir sind uns alle da zumindest auf diesem Punkt einig, dass wir das so handhaben wollen. Aber es wird immer einen geben, das ist ja wie, ne, mit, ne, es wird immer einen geben, der es günstiger macht und es wird immer einen geben, der sagt, ach, ne, ich gibt es trotzdem jemand anders und wir deichseln. Nein, da müssen alle konsequent sagen, unser Land und es bleibt. Ja. In diesem Bereich und nichts anderes. Und das zeigt sich in der Natur ja auch immer wieder, dass alles, was irgendwo miteinander in einer Symbiose lebt, was sich gegenseitig unterstützt, dass das am Ende davon profitiert im Gesamten. Genau. Und dass alles, was gegeneinander kämpft, das steht immer schlechter da. Und genau das haben wir in der Landwirtschaft. Der Bauer, der gönnt seinem Nachbarn nichts. Und wir haben bei uns in Westfalen ja den Spruch, willst du 2 Bauern unter einen Hut kriegen, er muss einen erschlagen. Ja, aber kommen wir wieder lieber ein bisschen zu den positiven Dingen. Wir wollen nicht nur meckern zu den Lösungen. Ich habe ja auch so die Ansicht, normalerweise es dürften nur Leute in den Bundestag kommen, die eine bestimmte Anzahl an Jahre in einem richtigen Beruf waren, mindestens, oder noch eine Stufe weiter, dass man sagt, okay, ein Landwirtschaftsminister muss ein paar Jahre Landwirtschaftserfahrung haben, eine Familienministerin muss wenigstens 2 Kinder haben, dass sie mitreden kann und so weiter. Das ist ja ein Riesenunding, was für Leute da in Positionen kommen, wo sie nicht hingehören. Ja, es ist, wie gesagt, ich meine, das war ja jetzt durch die Bundestagswahl diese spannende Geschichte, dass jetzt ein Sozialpädagoge Landwirtschaftsminister geworden ist. Ich meine, das mag ich noch gar nicht als negativ sehen, weil ich schon sehe oder die Hoffnung habe, dass so einer anders zuhört als andere. Also ich mag mir nicht vorstellen, wenn ein Anton Hofreiter Landwirtschaftsminister geworden wäre. Ja. Aber im Gegenzug ist es so... Der hört nicht zu, das weiß ich auch aus anderen Quellen. Ja. Und da ist es zum Beispiel so, aber wir können zum Beispiel so Leute wie Karl Lauterbach Gesundheitsminister werden, zum Beispiel, wo man so denkt, so ja, okay. Er sieht sehr gesund aus, ne? Nein, aber es ist tatsächlich so, da kann ich dir gar nicht widersprechen. Also es ist im Endeffekt so, aber da haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen, das System ist im Endeffekt, schützt sich nur noch selber. Genau. Und alle anderen drumzu haben das Problem, dass sie, was ihnen ja eigentlich grundgesetzlich eigentlich verbrieft ist, dass sie Einflussnahme haben, wird ihnen nicht mehr gewährleistet. Mhm. Und das finde ich eigentlich das Schlimmste an der ganzen Geschichte. Ja. Ich habe ja so ein bisschen Hoffnung, dass durch das, was wir jetzt hier auch gerade mit dem Video machen, dass es immer mehr Leute diese ganzen Zusammenhänge verstehen. Genau. Und je mehr Leute es verstehen, desto eher baut sich ein Druck auf. Das sehe ich noch so ein bisschen als eine
eine Chance, die wir haben. Das dauert nur leider so auf lange. Natürlich, es dauert alles zu lange. Ne, also wie gesagt, es ist ja auch so, bei Landschaftsverbindungen ist es immer so, dass die Leute auch ja eine Wahnsinnserwartungshaltung haben. Wir müssen jetzt irgendwas regeln. Und ich weiß, dass die Kollegen von Landwirtschaft verbindet jetzt gerade in Berlin gewesen sind. Das erzeugt halt Erwartungen. Und da sagen die Kunden, warum geht das alles nicht? Und ihr wart doch jetzt da und ihr macht doch immer und ihr sitzt da an den Tischen und es passiert überhaupt nichts. Diese Systeme haben sich über Jahrzehnte eingeschliffen. Und jeder, der da am Troch sitzt, möchte da auch nicht weg. Und das ist egal. Also wie gesagt, ich bin eigentlich ein sehr liberaler Mensch und war eigentlich der FDP auch sehr zugetan, aber es ist einfach so, sobald du einem Menschen eine Schaffnermütze gibst, erkennst du seinen wahren Charakter. Und ich glaube, wir sind mittlerweile tatsächlich an einem Punkt, wo darüber nachgedacht werden müsste, rein theoretisch, das wäre Aufgabe der Politik. Demokratie ist für mich immer ein Prozess, der sich entwickeln muss und auch die Möglichkeit haben muss, sich neu zu erfinden. Und dass man so ehrlich ist und sagt, hier geht's nicht weiter und ne, Markus Krall, dass man tatsächlich auf einem einmal Cut macht und auf einem Stand wieder aufbaut, wo man sagt, so, jetzt fangen wir nochmal neu an. Ja. Aber ich glaube, es wird so laufen, dass die Dekadenz unserer Gesellschaft leider dazu führen wird, dass es knallen muss. Ja. Wahrscheinlich. Leider und wahrscheinlich ist es so, weil ich mache mir auch seit Jahren meine Gedanken und spiele alles durch. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir Landwirte aus der Nummer relativ gut rausgehen werden, weil wir wissen, wie es geht. Wir kommen zu Nahrung. Da funktioniert ganz bestimmt das auch wieder mit den Kollegen. Man kann sich untereinander austauschen. Ja. Und diejenigen, die sich jahrelang dagegen gewehrt haben, die bleiben außen vor. Und die werden dafür dann auch abgestraft. Mhm. Ne? Also ich glaube nicht, dass ein Herr Anton Hofreiter dann, wenn sowas mal passieren sollte, zu seinen Bauern gehen kann und sagen kann, ich hätte gerne, sondern die werden sagen, sieh zu, wie du klarkommst. Und, hoffen wir es. Ja. Und wenn es zu so einem Moment kommt, dann ist ja immer die Frage, es gibt ja dieses Buch Animal Farm von George Orwell. Mhm. Da war ja quasi, der Bauer war ja die Regierung, also deswegen, das darf man jetzt nicht falsch verstehen, der Bauer war ja die böse Regierung und die musste weg. Ja. Und die neue Regierung, das waren die Schweine, die waren noch viel schlimmer. Ja. Ja. Da muss man natürlich dann auch aufpassen, wenn es zu so einer Chance kommen sollte, wo sich was Neues aufbauen kann, dass nicht die gleichen Leute in einem anderen Gewand oder noch schlimmere. Das haben wir auch schon mal erlebt. Das ist 30 Jahre her. Ne? Da haben wir die Schlechten, die haben sie irgendwo mit untergeschoben und auch wieder mit weiter mitgenommen. Und wie gesagt, es ist müßig. Es ist sehr müßig. Also wie gesagt, wir werden es abwarten müssen. Ne? Ja. Wie gesagt, außer man zettelt jetzt selber die Revolution an. Ja. Und das ist halt, ne? Man muss einen Punkt finden, ein Problem. Dann wird man vielleicht weggesperrt oder wer weiß, was dann passiert. Vielleicht, um noch mal wieder ein bisschen zum Positiven zu kommen. Genau. müssen wir ein paar Mal. Ja, das sind Landwirte, wir können gut meckern und jammern. Das können wir total gut. Und wenn es das Wetter ist. Ja. Auf der anderen Seite, wir müssen ja sagen, wir haben ja eigentlich die ganzen Lösungen da. Wir wissen, wie man ein Tierwohl, ein wirkliches Tierwohl erzeugt. Genau. Wir wissen, wie man produktiv Nahrungsmittel produziert. Genau. Und wir haben ja auch schon, sag ich mal jetzt in den Kreis, aus dem ich rauskomme, aus dem Direktsaatbereich, wir haben ja die Landwirte, die es ja auch hinkriegen mit viel, viel weniger Pflanzenschutzmitteln. Ja. Mit, also teilweise ja Halbierung bis manche Sachen fast auf ein Zehntel runter, mit 20-30% weniger Dünger, trotzdem ertragssicherer, auch in Dürrejahren und alles, hochproduktiv, achtmal mehr Insekten, mehr Bodenbrüter und. Wir können das alles, das geht aber nicht, wenn man uns die Werkzeuge nimmt. Genau. Weil wenn wir weniger Werkzeuge haben, ich sage immer so gerne, dass es so,
ich kann ja jetzt nicht ein Aspirin verbieten, weil ich sage, das Aspirin ist böse. Das fangen die Leute an, Paracetamol zu nehmen. Das ist garantiert nicht besser, um die Kopfschmerzen loszuwerden. Mhm. Statt das Aspirin dazulassen und den Leuten zu sagen, nimm mal erstmal einen Schluck Wasser, vielleicht liegt es auch nur daran. Und wenn das nicht reicht, dann nimm das Aspirin. Ja. Ne? Dass die Möglichkeiten bleiben. Es ist ja immer wieder, dass diese Werkzeuge, die werden häufig missbraucht, weil es zu genau. komfortabel ist. Dann, ja, genau, es führt zu einem Missbrauch, zu einer Übernutzung oder sonst was. In der Regel lernt die Landwirte dann aber auch, oh je, jetzt haben wir Resistenzen hier und da, wir müssen da nochmal wieder anders rangehen. Wir sind ja schon längst an dem Punkt, wo wir eigentlich nicht mehr ein einziges Herbizid verlieren dürfen, weil wir haben nur noch so wenige. Entweder sind sie verboten oder durch Resistenzen verloren gegangen. Ja. Wie sollen wir es denn auf Dauer machen? Und mit immer wieder im Boden rumackern, machen wir alles kaputt. Wir könnten ja so vieles machen. Wir könnten so wahnsinnig vieles machen, wenn man uns lässt und nicht immer wieder Stock in die Speiche reinhaut. Ja, aber wir wollen ja nicht weiter meckern. Hast du noch irgendwelche positiven Aussichten? Ja, im Endeffekt, also ich freue mich eigentlich darüber, dass ich heute hier sein darf und ich in dieser ganzen Zeit, wo es Landschaft Verbindung gibt, so viele Menschen auch kennenlernen durfte, die irgendwie sich miteinander gefunden haben oder jetzt irgendwas zusammen machen und dass das auch immer weiter fortgeführt wird. Und ich denke einfach, wir sollten zusehen, dass wir uns immer weiter vernetzen. Thema Entbürokratisierung. Also wir freuen uns darüber, wenn auch Handwerker und andere Bereiche sich an uns wenden und wir an diesem Thema gemeinsam arbeiten können. Und ich denke, da sind wir auf einem guten Weg, wenn wir das weiter forcieren und Landschaftsverbindung als Anfang sozusagen und dass man das dann weiter in die Breite trägt. Und dass es halt nicht nur für Landwirte ist, sondern für die Gesellschaft. Ich denke auch mal, die ganze Verbindung, die ganze Vernetzung, das führt ja immer wieder zu vielen kleinen oder größeren unterschiedlichen Lösungen. Genau. Und vielleicht auch nochmal, um diesen Sprung zu kriegen vom Schlechten zum Guten. Es ist ja sehr wichtig, dass das, was wir jetzt gerade hier machen, dass wir den Landwirten und auch anderen Bürgern erklären, wo die Missstände sind, das hilft ja, dass immer mehr Leute verstehen, das geht so nicht, hier sind Probleme, hier muss was passieren. Und je mehr Leute es verstehen, desto größer wird irgendwo der Druck und es kann mal irgendwann was passieren. Oder es kann irgendwann mal ein passender Moment kommen, wo es genutzt wird und man sofort weiß, die und die und die Leute, die haben Ideen. Genau. Und da sollten wir gemeinsam weiter dran arbeiten, dass wir genau diesen Weg halt weitergehen. Denke ich, ist ein schönes Schlusswort. Bedanke ich mich nochmal herzlich, dass du hier hergekommen bist. Ich habe zu danken, dass ich da sein durfte. Und bis zum nächsten Mal und schönen Tag noch.